こうぜ、見たこともないすげえ世界へ、奇跡の扉開くのは君の胸の半端ない勇気。知らない先を見られない、箱庭みたいなリアルじゃなく、キャパ広げてスリルな明日へ、急ごう足跡のない、でけえあの山てっぺんで光見つけて、仲間たちと笑おう、行こうぜ、大河を渡り素晴らしい未来、宝の鍵はここにある、君の胸のはちゃめちゃな夢。Hallo Leute und willkommen zu meinem nächsten Projekt, Let's Play Dragon Ball Revenge of Piccolo, ja, King Piccolo, ich glaube King Piccolo hieß es, egal, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich kann ja auch kurz zum Titelbildschirm zurück, Revenge of King Piccolo, ja, stimmt doch, ich war mir erst jetzt nicht sicher, weil die Klappen Modrashi. Ich habe einen neuen Spielstand natürlich gemacht, ich habe das Spiel noch nie gespielt, also wird es ein Blind Let's Play. Da ich sowieso. Oh, okay. Da ich sowieso so viele Dragon Ball Z-Fans habe, gucke ich mal, ob auch Dragon Ball bei euch gut ankommt. The Dragon Balls, seven legendary gems that grant any wish to the one who collects them all. After meeting Bulma in his mountainside home, Goku went on a fantastic journey to discover the Dragon Balls. A year later, he sets off again to find the four-star Dragon Ball, a keepsake of his grandfather's. The Red Rib Mommy. Okay. Oh, brother. What time do you think it is? It's past eight, that's what. Colonel Silver, good morning, sir. Enough good mornings from you. Get to work. Yes, sir. Commander Red wanted to know what's causing our delay. Work harder, people. Brown's team already found theirs. You've got to find it, or else you're all dead. Yes, sir. Curse these Dragon Balls. Okay. Bei Dialoge werde ich natürlich nichts sagen. Oh, eine Katze, glaube ich. Somewhere. Okay, I'm here right now. All right, it's close by. There it is. Okay, here goes. Na, okay. Komisch, ich dachte, er wäre hier irgendwo, aber vielleicht bin ich zu weit gegangen. Hä? Wer bist du denn? Wo bist du hergekommen? Hallo Leute, hat einer einen Ball mit Sternen gesehen? Man nennt ihn Dragon Ball.
Du? Was weißt du über Dragon Balls? Du kleiner Freak! Bringt ihn zu Colonel Silver. Egal. Ja, Tutorial ist natürlich. Okay. Geld. Geil, den Stab können wir auch wieder tun. Okay. Springen bitte. Wow, was war denn mit den Typen los? Aber kein Zeichen von Dragon Ball. Na gut. Ich schätze, ich muss mich hier noch weiter umsehen. Und start. Okay. Okay, wie geht rennen? Kann man überhaupt rennen? Schätzungsweise nicht. Egal. Ihr Typen schon wieder. Braucht ihr etwas von mir? Sei still, ergib dich sofort, oder du wirst dir wehtun. Drücke mehrfach A für einen Combo-Angriff. Lähme Gegner mit A plus bei einer Bodenkombo. Setz nach dem Lähmen eines Gegners für einen Sprintangriff. Ah, okay. Okay. Interessant. Ja, wie gesagt, es wird dieses Projekt Werfe Gegner mit okay. Was soll ich sagen? Das Projekt wird es ja jetzt immer am Wochenende geben. Das habe ich mir so vorgenommen. Aber wenn Battles of Z kommt, wird es vielleicht ein bisschen nachgelassen. Also jeden Sonntag kommt auf jeden Fall so ein Dragon Ball Part. Und ja. Bin mal gespannt, wie gut das bei euch ankommt. Aber ich werde es auf jeden Fall auf den Sonntag belassen, weil mir zu viele Projekte sonst mittendrin sind. Und das will ich ehrlich gesagt nicht. Leider gibt's keinen Bürgerspruch. Gib Geld her. Oh, kein Geld. Okay. Mit voller Gieranzeige hast du Spezialangriffe. Drücke Steuerkreuz für einen Kamehameha. Drücke während einer Combo für einen Kamehameha. Okay. Okay, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich wollte. Aber hey. Cool. Also ich muss schon sagen, das Spiel macht schon ein bisschen Laune. Es ist zwar ein bisschen eintönig, merke ich jetzt schon. Aber egal. Hauptsächlich Dragon Ball. Ja. Okay. Ich spiele das mit Nunchuk. Also mit der Fernbedienung und das Nunchuk da. Da ich bei der Wii U ja nicht das Gamepad benutzen kann für dich. Weil er gesundert sei, endet das Spiel, während ich Angriffe hab. Ja, okay. Bla 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 bla. Ja. Bam. Achso, immer wenn es blau anzeigt, kann ich auf jeden Fall so einen Finisher machen. Cool. Gut zu wissen. Drücke beim Anwesen. Ja. Ah, cool. Der ist da automatisch hingegangen. Wir können auch auf andere Stage gehen. Okay. Ja, ausweichen. Haha, voll ein Tritt ins Gesicht. Ist cool. Also ich muss schon sagen, das Spiel macht übelst Laune. Aber ich will erstmal die Kisten aufmachen. Die Musik ist eigentlich auch nicht so schlecht.
Ich höre zwar davon nicht so viel, weil ich den Fernseher so leise habe. Aber was ich höre, ist okay. Jede Stufe hat 8 sammelbare Objekte. Sieh dir die Objekte in der Galerie an. Es könnte was Nettes passieren, wenn du die alle sammelst. Okay. Karotte gefunden. Okay. Ich habe eine Karotte gefunden. Ist wahrscheinlich wegen diesen einen Hasentyp. Falls jemand die ersten Dragon Ball Folgen kennt, da gibt es ja diesen einen Hasen, der Bulma in eine Karotte ja verwandelt hat. Ah, okay. Ah, Mist. Ich wollte die Rakete wieder zurückschleudern. Ja, komm, wirf du nochmal. Ha. Aber ich komme da gar nicht so hoch. Ich glaube, ich gehe erstmal nach links. Rennwerbe mal nicht schlecht. Kuku ist mir echt ein bisschen zu lahmarschig. Ja, war doch gut, dass ich erst links gegangen bin. Drachenschwert. Das geht, das ist wahrscheinlich an Yanchu. Oder? Ich glaube, Yanchu hatte so ein Schwert. Wo er noch ein Räuber war. Und mit Puyo durch die Wüste ja durchgedüst ist, um Leute zu beklauen. Auch Goku haben sie ja versucht zu beklauen. Was nicht so geklappt hat. Ich bin gerade überlegen, sterbe ich da unten? Ja, okay. Okay, sterben nicht, aber mir wird Leben abgezogen. Ich will alles sammeln, wenn schon, denn schon, hä? Und ja. Ich freue mich schon auf Kommentare über das Spiel. Ich hoffe, es sind nicht allzu negative. Auf jeden Fall einer der Projekte, die mir mal wieder ein bisschen Spaß machen. Ich habe nämlich mal langsam die Schnauze voll von manchen Projekten. Ich will sie aber jetzt nicht erwähnen, welches das ist. Aber ich brauche halt Abwechslung. Deswegen jetzt noch dieses eine Projekt, dass ich ein bisschen mal in meiner Freizeit auch mal was zocken kann, was ich noch nie gezockt habe. Also noch nie. Und ich habe die Kiste schon gesehen. Dina-Kapsel. Dieser ständige Speichern nervt aber übel. Kann man das nicht einfach im Hintergrund irgendwie machen? Ja. Kamehameha! So, jetzt komm. Bam. So. Bin mal gespannt, wie lang eigentlich so ein Level geht. Ich glaube, Bosskampf kommt jetzt. Kann das sein? Du bist dieses Kind, das so viel Ärger gemacht hat. Hä? Wer bist denn du? Sieht so aus, als würdest du etwas übermütig. Egal wie stark du bist, unser Roboter besiegt dich. Siehst du, wie mächtig er ist? Nein. Ich sehe nicht viel. Oh, der Boden kracht ein. Das sieht ja auch gar nicht so sehr aus. Da. Wow, was? Verdammt. Idiot. Was war das? Gut, ich habe den Dragon Ball gefunden. Juhu, ich habe ihn gefunden. Hier war er also. Verdammt, was glaubst du, was du da machst? Hä? Das ist ein Dragon Ball? Hey, gib mir diesen Ball. Warum sollte ich ihn dir geben? Kleiner Freak, sei still und gib ihn mir. Nö, so ist recht nicht. Kamehameha! Oh, Kamehameha zieht euch nicht echt nicht schlecht ab. Shit. Was ist denn das jetzt? Aua, verdammt! Ich glaube, der schießt jetzt bestimmt Raketen oder so. Sei nicht so selbstsicher, nimm das! Da muss ich die. Nee? Oder? Ich dachte eigentlich, er tut jetzt Raketen schießen. Ich muss sie zurückschießen. Also zurückkicken oder so. Aber es scheint dazu zu sein. Ja, hast du es jetzt endlich mal, du Affe. Komm wieder her und steck ein bisschen Brüger ein. Komm.
Na, das war ja irgendwie klar, dass er über mir kommt. Mist! Ich kann keine richtigen Combo machen gegen den. Nee, es geht einfach nicht. Oh, das war dumm. Steh auf, du Penner. Komm. Geht doch. Oh Mann, es ist der 6-Sterne-Dragon Ball. Ich hatte gehofft, das wäre Großvater. Aber ich werde ihn trotzdem mitnehmen. Hoffentlich ist der nächste mein Großvater. Wer Dragon Ball nicht kennt, der mit den 4 Sternen hat, nennt Son Goku immer Großvater. Ach nee, das ist ja immer nur Ende des Levels, wie es aussieht. Okay. Du, Rang A. Geht's jetzt automatisch weiter oder muss ich erst wieder den nächsten Abschnitt auswählen? Wäre cool, wenn ich immer den nächsten Abschnitt auswählen muss. Okay. Okay. Und in jeder Stufe gibt es 8 Kisten, wie es aussieht. Okay, Leute, das war's für den ersten Part von Dragon Ball Revenge of Piccolo, King Piccolo. Und ja, wie gesagt, es wird jeden Sonntag wird's einen neuen Dragon Ball Part geben. Laufe der Woche werden halt die Standard-Sachen laufen, wie der Wind Waker, Zelda, Tenkaichi 2 und wenn ich genug Kommentare habe, wieder ein Raking Blast Part. Final Fantasy habe ich ein bisschen auf Eis gelegt, werde ich aber wahrscheinlich am Februar wieder weitermachen. Da es ein echt langes Projekt ist und so oder so, erst wenn ich richtig, richtig viele Abonnenten habe, also ich und Ivan, dann werde ich erst mit Final Fantasy 7 anfangen, deswegen kann ich mir Final Fantasy 8 noch ein bisschen aufsparen. Aber egal, ich hoffe es hat euch gefallen und ja, wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Ciao!